Wieder einen schönen guten Morgen aus Bad Schandau. 6 Uhr haben wir es jetzt. Die Nacht war deutlich angenehmer, was die Temperaturen angeht. Dafür ist irgendjemand die Nacht wohl an dem Bulli gehauen. So beim, weiß ich nicht, pinkeln gehen oder sonst was. Auf jeden Fall habe ich mich zu Tode geschreckt. Naja, Ende gut, alles gut. Ich bin jetzt unterwegs, beziehungsweise mache mich jetzt auf dem Weg Richtung Rathen und werde mir dort dann den Ort und die Bastei anschauen. Aufgeräumt habe ich schon, wie man sehen kann. Alles picobello, mein kleines Nachtlicht da hinten, so Dämmerbeleuchtung, das reicht morgens. Und ich werde in Rathen dann erst mal einen Parkplatz suchen und von da aus dann die ein oder andere Wanderung, Spaziergang starten. Also, bleibt dran, bis gleich. Ich habe jetzt ein schönes Fleckchen gefunden, zum Parken erstmal, klar. Und dort mit dem Nebel, der aufsteigt aus dem Tal, das sieht aus, als wenn das die Berge wären und darunter das Wasser, so bodenseemäßig. Schon ein schöner Eindruck hier. Ich stehe jetzt irgendwo zwischen Rathmannsdorf und Poschdorf, glaube ich. Und mitten im Nichts, wie ihr hier sehen könnt. Da hinten ist das nächste Dorf. Aber hier kann man kostenlos parken. Und da bin ich ja immer für zu haben, das wisst ihr mittlerweile. Wettertechnisch wird es heute wohl besser werden. Und deswegen werde ich mich jetzt anziehen und loslegen. Der kleine Haken an diesem kostenlosen Wanderparkplatz, da gibt es keine Beschilderung. Aber so wie ich die Karte gesehen habe, müsste es ungefähr in die Richtung sein. Deswegen laufe ich da jetzt mal runter und dann wird sich gleich schon was ergeben. Oder eben auch nicht. Aber der Nase nach ist meistens richtig. Jetzt ist mir gerade hier ein Radfahrer entgegengekommen und den habe ich kurz gefragt, ob das die richtige Richtung ist. Und er sagte kurz und knapp, ja. Und weg war er. Naja, dabei ist mir aufgefallen, ich habe ja mein Fahrrad mit. Und theoretisch hätte ich auch eben mit dem Rad rüberfahren können. Aber wenn das wieder so schöne Wege sind, dann gehe ich ja mal hier lang, mal da lang. Das habt ihr jetzt in den letzten Videos oft genug gesehen wahrscheinlich, dass ich da immer recht spontan entscheide. Und dann wäre es blöd, wenn das Fahrrad an irgendeinem festen Punkt steht und ich da immer wieder erst zurück müsste. Weil so kann man sagen, gut, einen Zielpunkt habe ich, den Bulli, aber mehr auch nicht. Daher werde ich doch zu Fuß gehen und die nächsten Tage dann vielleicht mal so eine Radtour an der Elbe machen. Aber das sehen wir dann. Man läuft hier die ganze Zeit schön durch so einen Wald. Der Regen von gestern plätschert noch so von den Blättern. Echt idyllisch. Ich folge im Moment übrigens diesen gelben Strichen Richtung Bastei und steinerne Platte. Und hier, das zeigt vielleicht so die Regenmenge von gestern ein bisschen. Auf der Elbe hat man es heute Morgen schön gesehen, was ich im Dunkeln noch nicht so filmen konnte, dass auch die Fließgeschwindigkeit gefühlt definitiv stärker geworden ist. Leuchtet der nicht schön? Hier vorne sind noch so ein paar. Ich kenne mich ja mit Pilzen nicht aus, aber rein farblich gefällt es mir. Aber umso leuchtender, umso giftiger war das, glaube ich, ne? Naja. Sind so einige an Pilzen hier in der Ecke. Und ja, das rundet das ganze Bild hier ab. Die Sonne ist das erste Mal zu sehen, beziehungsweise die Strahlen. Aber schön, wenn das grelle Licht so über den Wald kommt. Hier mit dem ganzen Fahren
ist noch so schön grün. Diese gebührenpflichtigen Parkplätze an dem Park and Ride öffnen übrigens auch erst um 8 Uhr. Es gibt so diverse zwischendurch, wo man einen Parkschein ziehen kann. Aber auch da war noch nichts los heute Morgen. Deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, weil es noch vor 8 ist, dass ich an der Bastei vielleicht nicht so die Menschenmengen habe. Hier geht es jetzt den ersten Weg Richtung Geländer, also Richtung Felsen. Sonst wären ja keine Geländer da. Das heißt, man müsste gleich auch was sehen. Oh ja, man sieht was. Ich muss gerade mal gucken, wo der wenigste Matsch ist zum Durchgehen. Das beim ersten Sonnenlicht hier. Hört ihr das? Da stand jetzt gerade das erste Schild, Basteibrücke. Recht unspektakulär geht man hier so zwischen diesen Betonbauten durch. Was immer merkwürdig ist, wenn man jetzt eine Stunde im Wald war und dann wieder hier diese Betonkisten hat. Aber teilweise auch noch recht schön in dem Sandstein gehalten. Also das eine oder andere hier. Auf jeden Fall geht es hier jetzt runter. Ja, der erste Blick, wo man jetzt auf der Treppe ist und was sieht. Ihr wisst, mir fallen keine anderen Worte ein, außer wunderbar, unbeschreiblich, klasse und so weiter. So, ich bin jetzt gerade noch einmal rechts Richtung Bastei-Aussicht und seht selbst. Man hört die Züge da unten. Aber keiner hier. Alles für Markus allein. Kam gerade schon zwei, drei Leute entgegen, aber ansonsten ist hier echt noch nichts los. Da hinten ist Königstein, glaube ich, wieder zu sehen. Genau. Dann das nächste links daneben der Pfaffenstein, Lilienstein und die anderen. Ach, fallen mir gerade nicht ein. Hier der erste Blick auf die Brücke. Ich lasse die Kamera jetzt einfach mal wieder ein bisschen laufen. Hier zur Erinnerung an die Bastei-Jubelfeier 1797 bis 1897. Es ist unglaublich, wie gesagt, mit diesem wolkenverhangenen Himmel nach unten. Dann hier die Felsen, die Brücke an sich. Und dann schaut man zur anderen Seite und ist noch geflashter. Also
Man sollte meinen, mehr geht nicht. Ja, jetzt gehe ich ein bisschen weiter mit euch. Hier mal auf diesen kleinen Aussichtspunkt. Ups, letzte Stufe ist lose. Merken. Die große Steinschleuder, heute Klettergipfel und im früheren Mittelalter Standort einer Wurfmaschine aus Holz. Die Nachbildung in Originalgröße sehen Sie auf dem Rundweg über die alten Wehrgänge der Felsenburg Neuraden. An der Ostseite unseres Felsens eine gehauene Steintreppe. Sie war der Zugang auf die große Steinschleuder. Originalwurfkugeln in verschiedenen Größen sehen Sie auf der Burganlage. Bei Belagerung wurde die damals aus Holz bestehende Brücke zerschlagen und die Belagerer dabei mit in die Tiefe gerissen. So nennt man die Schlucht heute die Mardertelle. Ging ganz schön runter hier. Also ich glaube, ich werde noch mal ein Bildband Sächsische Schweiz auch hier einfach online stellen, weil ich das so gar nicht richtig festhalten kann, habe ich das Gefühl. Das finde ich auch sehr schön. Nach Kassenschluss bitte Eintrittsbetrag hier einwerfen. In die Kasse Ihres Vertrauens stand da vorne. Werde ich natürlich machen. Ja, 2 Euro. Zack. Und weiter geht's. Hab mir ja schließlich schon die Parkgebühren gespart. Also das wird ein eigenes Video jetzt hier. Was ich heute sonst noch so mache, muss wahrscheinlich separat laufen. Weil es einfach sonst zu viel Material wäre. Und hier geht es jetzt die nächste Ebene hoch. Und dazwischendurch immer dieser Blick. Also hier geht es stetig über solche Gitterstäbe, die aber einen sehr stabilen Eindruck machen. Also da fühlt selbst ich mich sicher. Könnte aber auch einfach an der Aussicht liegen, dass man alles andere vergisst. Wahnsinn. Vorne war gerade Mutter und Tochter, die haben auch in einer Tour geknipst, gefilmt, verschiedene Kameras, so Riesenbrecher mit vernünftigen Objektiven. Das werden natürlich nochmal ganz andere Bilder. Aber so eine Kamera, wie ich mir das vorstelle, weit über 1000 Euro, ist einfach nicht drinne und auch nicht nötig für das, was ich hier mache. Es gibt hier wohl so einen Brauch, dass man Geld darunter wirft. Erkennt ihr das? Na, ich zoome mal. Das soll wohl Glück bringen. Ich spende es lieber und mach jemand anders damit glücklich. Aber jedem das seine. Ja, hier geht's weiter. Also wie gesagt, man muss sich diese Dimension irgendwie hier vorstellen können. Ich kann es nicht in Maße fassen oder so. Ich würde sagen, Höhe eines Hochhaus. Aber wann ist ein Hochhaus hoch, ne? 20 Stockwerke oder mehr?
Aber ich habe das mal rangezoomt, da oben auf diesem, auf der Bergspitze, so ein Schlafwandler. Und so weit weg ist es leider wirklich. Aber da kann man nicht mehr rüber gehen. Bin ich auch nicht böse drum. Hier ist nochmal schön erklärt. Mal eben das Wasser runter. Ach, der Mönch ist das, kein Schlafwandler. Entschuldigt, ein Mönch. Auf jeden Fall der Plattenstein. Dann kann ich euch die Sachen einmal zeigen. Plattenstein. Dann hier vorne, das ist der Ganzfelsen. Im Hintergrund das Storchennest. Dieser kleine Hügel. Bienenkorb. Da, das ist eine Lokomotive. Ich finde, die erkennt man auch ganz gut. Dann das Lamm. Ja, wenn ich das Bild dazu sehe. Honigstein. Napoleonschanze ganz im Hintergrund. Die Feldköpfe. Und der Türkenkopf. Den Rest sieht man in der Sonne jetzt nicht. Und hier einmal die Steinschleuder. Hier runter geht es jetzt zur Zisterne. Da bin ich ja nochmal gespannt, was das ist. Oder wie es genau ist. Jetzt weiß ich auch, warum hier unten noch keiner ist. Muss man große Schritte machen. Ich habe zwar meine Gore-Tex-Schuhe von Lowa an, aber man muss sie ja nicht drauf anlegen. So, hier ist einmal die Erklärung zu der Zisterne. Oh, 125 Meter. Zisternische, römische Baukunst. Das Regenwasser von Gebäuden, Felsen und Dächern wurde durch ein Rinnsystem in das Auffangbecken geleitet. Eine Überdachung verhindert die Verschmutzung und Algenbildung. In der doppelt gesetzten Steinmauer, ausgestampft mit Lehm, befand sich ein Holzrohr mit Schieber. So wurde das Zisternenwasser je nach Bedarf auf ein Kiesbett gelassen und später als gefiltertes Wasser wieder aufgefangen. Und ausgesehen oder aussehen tut das Ganze mitten ins Wasser. Oh, ja. Also der Einlauf und eigentlich die Zisterne. Leer. Naja. Dann geht's jetzt erst wieder da hoch. Ja, ich würde sagen, das war's dann mit diesem Video. Hier von der Bastei. Und ich zeige euch jetzt noch einmal hier so einen Schwenk entlang der Elbe. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir fehlen so ein bisschen die Worte gerade. Macht's gut, euer Markus.